Ja, ihr müsst keine Angst haben, ich bin Lego nicht untreu geworden. Ich möchte euch nur ein cooles Produkt vorstellen und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin's Pascal von Gallus Brick und ich möchte euch heute Tricksbricks-Schienen vorstellen. Und zwar Vor- und Nachteile und warum ich das anbiete als so großer Lego-Fan. Und zwar, um euch das zu zeigen, das ist eine Lego-Schiene und das ist eine Tricksbricks-Schiene aus Spritzguss. Gibt da auch noch Weichen aus 3D-Druck. Und wir haben das mal mit zwei Kunden. Gruß an Olli und an Marcel. Und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und die Glocke zu drücken. Kommen wir zurück. Habe ich angefangen, Tricksbricks-Schienen zu bestellen als Test. Das sind jetzt zum Beispiel Double L. Dann haben wir hier eine Crossover. Die gibt es auch noch normal, wie sie mal von Lego gegeben hat. Und hier zum Beispiel ein Triple Switch, auch R104. R104 steht für den Radius. R40 ist der Lego-Radius. Diese Schienen ist R104 und R88. Und die laufen alle immer pro einmal größerer Radius parallel so zu den Weichen, damit man das gerade richtig ergänzen kann. Und ich zeige euch das jetzt mal anhand von meinem in Planung und Bau befindlichen Shinkansen N700 von Japan Railways. Er sieht schon recht cool aus, muss ich sagen. Ja, wie man jetzt sieht, hier vorne, ihr könnt das jetzt vielleicht nicht so gut sehen. Es ist natürlich schon viel schöner, wenn so ein langer Zug auf einem größeren Radius fährt. Vor allem, wenn das dann noch viele Waggons hat, dann schert das beim Mittelstück, bei der Kupplung nicht so auseinander. Und ich möchte jetzt auch schon zu den Vor- und Nachteilen kommen. Und ich verlinke euch auch die Webseite von Tricksbricks unten in der Videobeschreibung und außerdem die Konditionen, falls die Schweizer Kunden das direkt über mich bestellen möchte, aber natürlich auch grenznahe Leute, grenznahe Kunden, die davon begeistert sind, können das natürlich das gesamte Sortiment bei mir bestellen. Am Laden habe ich was Ausgewähltes, die sogenannten Bestseller. Und jetzt kommen wir auch zu den Vor- und Nachteilen. Und es gibt klare Vorteile. Der Vorteil ist, die Varianten, sie sind fast unbegrenzt. Sie haben auch ein Programm dafür, wo man das Layout erstellen kann. Eben auch mit diesen speziellen Weichen und Übergängen, Puffer, sogar Schmalspur. Schmalspur und Normalspur zusammenführen, auf dem gleichen Schienennetz laufen lassen. Das ist der größte Vorteil. Der zweite Vorteil, das ist natürlich der wichtigste, aber eigentlich ist das Sortiment fast noch cooler, ist, es ist 100% kompatibel. Die Farbe stimmt auf die Farbnuance, meiner Meinung nach. Es ist sehr eine gute Qualität. Das ist der Vorteil Nummer 3, wirklich astrein. Vielleicht muss man zwischendurch bei den Weichen mal bei der Kupplung muss man ein bisschen mit Silikonspray aber aufpassen, nur Sachen nehmen bei Plastik, die den Plastik nicht angreifen. Und ja, das sind die drei wichtigsten Vorteile. Und jetzt gibt es aber auch ein paar Nachteile. Jetzt, das ist die günstige Entscheidung, denn eine gerade Lego-Schiene kostet 2 bis 2,50 Euro bis 2 bis 3 Franken. Und hier bekommt ihr 10 doppelte Schienen, bei mir jetzt für 31,90 €, bei Tricksbricks für 24 Euro ohne Mehrwertsteuer, muss man dazu immer noch sagen. Weil sie ja von Polen sind und ihr das importiert, müsst ihr natürlich eure Mehrwertsteuer zahlen, das darf man auch nicht vergessen. Und es ist aber auch ein bisschen teurer. Also wenn es dann wirklich in die Weichen gehen, also die Kurven und die Geraden sind relativ günstig. Aber hier reden wir von 76,90 €, wenn man natürlich eine normale Crossover hat. Die kostet 42 Euro, bei mir etwa 56 Franken mit dem ganzen Import- und Mehrwertsteuer. Dann ist das natürlich schon eine Hausnummer, 50 Franken für eine Weiche zu bezahlen. Wenn man aber jetzt wieder vergleicht, dass eine Weiche von Lego, eine Crossover, neu 200 bis 250 Franken kostet, ist das natürlich ein Schnäppchen. Und natürlich bei solchen Sachen, das kostet 28 Franken, direkt bei Tricksbricks ohne Mehrwertsteuer irgendwie so um die 20 Euro. Eine normale R108 Weiche, das ist auch die, wo man schneller darüber fahren kann, die kostet 18 Euro, also da ist man schon wieder ein bisschen tiefer. Bei mir ist das dann so 24 Franken. Wenn man aber bedenkt, dass man beim 24 Franken ein ganzes Weichenset von Lego bekommt,
ist das schon eher an der oberen Grenze. Aber ich denke, es ist auch etwas für Lego-Fans. Und jetzt kommen wir zum letzten negativen Punkt. Es ist natürlich nur was, nichts für Puristen, sondern für Lego-Fans, die sagen, ja, aber das ist wirklich was Cooles. Ich möchte das ergänzen. Ich kann es nur empfehlen, dass ihr mal das zu mir, Entschuldigung, dass ihr das bei mir mal anschauen kommt und euch ein Bild darüber macht, ob das auch wirklich so cool ist, wie ich euch erzähle. Selbstverständlich, ich habe ausgepackte Schienen da. Ihr dürft euch die anschauen und das würde mich sehr freuen. Das war's auch schon. Kurz und bündig über Tricks, alle Infos unten in der Videobeschreibung. Kanal abonnieren nicht vergessen. Nächstes Mal Weihnachtsspecial. Seid mit dabei. Es würde mich sehr freuen. Beim letzten Video vom Jahr. Ihr seid die coolste Community. Vielen Dank, dass ihr immer schön einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.